So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute spielen wir gegen Schalke und schaut mal, ob es diesmal besser läuft als im letzten Spiel. Das war ja die absolute Höhe. Aber wir versuchen es nochmal. Habe ich gesagt, machen wir. Deswegen gehe ich jetzt auch mal auf so eine Aufstellung. Genau so werde ich es machen. Und so werde ich hoffentlich auch gewinnen. Das war einfach zu schrecklich. So, wieder anhaken. So, Legende, 10 Minuten. Bewölkt, Schiedsrichter, Sun Quan Chao, Anstoß, 16 Uhr und so weiter. Ach, hör mir auf. Jetzt hoffen wir einfach nur, dass das Spiel nicht abstürzt. So, FC Schalke 04 zu Gast in der Frankenland Arena heute. Bin ja so gespannt. Ich will jetzt wissen, wie es läuft. Ob wir gewinnen. Tut mir leid, wir spielen offensiv mit Manndeckung, die wir anschalten werden. Okay, erstmal so. So. So und so. Ob es einen Sinn hat, werden wir sehen. Oh, Entschuldigung, warte mal. Mein Ton ist viel zu laut. Ich verstehe meine eigene Stimme fast nicht. Das ist ja so lächerlich. Entschuldigung. Erste Minute, Tor. Ne, ist schon krass, finde ich, wie sie jetzt plötzlich dann so über den Haufen laufen und alles. Tja, wie kommt denn mal ansatzweise nach? Ich meine, es ist ja eigentlich nur Schalke. Entweder machen wir das jetzt halt alles wett durch super Stellungsspiel, aber ja, sehe ich schon wieder, wie es klappt. Und das kein Abseits war. Das ist so ein Geschmarri. Entschuldigung. Kann ich das hier umstellen, bitte? Spieleinstellungen. Ja. So. Es fühlt sich doch gleich schon mal ganz anders wieder an. Ja. Geil. Komm, geht hin. Sehr guter Pass. Na, nicht so gut. Aber ihr seht jetzt, er läuft es wieder wie gewohnt. Ähnlich läuft da mal einer mit. Schade. Wir hatten eine Torchance. Immerhin. Gut, wenn ich habe, wie gesagt, das war ein Test. Wenn wir zwei, drei Spiele verlieren, ist es ja auch egal. Macht es vielleicht die Saison dann mal wieder wegen spannender und so. Ja.
Gute Chance. Gute Chance. Ich möchte halt wirklich jetzt halt echt gewinnen wieder, weil davor habe ich mir gedacht, ja gut, verlieren wir und nicht so schlimm. Flashy. Sandro, komm. Ah, Kacke. Schade. Wir müssen jetzt halt wirklich unsere Chancen reinhauen. Bitte mach deinen Abstoß. Gut, Nilzel, aufpasst. Einwurf rausgeholt. Sandro, jetzt Strich, komm! Okay, Allrounder ist noch dran. Hoffentlich. So, jetzt bitte ich euch mal ein wenig zurückzuziehen. No, nein. Ernsthaft? Frohböse? Allrounder, schön zurück und der läuft dafür. Mann! Ey. Ich weiß nicht, wie ich einen 3-0 einfach so aufholen kann. So, komm jetzt, Borchardt. Die spielen halt deutlich schneller den Fußball. Auch wenn sie nur über Konter und so gehen, aber. Kannst es doch mal wieder gut machen. Leute, was ist denn mit euch los? Ja, ey. Glück habt aber trotzdem. Da geht heute gar nichts schon wieder, das merke ich. Gut, wir stehen auch 3-0 hinten, da wird die Motivation gleich 0 sein. Komm mal rounder, zieh doch. Aber wir haben schon oft den Rückstand eingeholt. Gut. Das ist so unlogisch! Herrgott, ey. Was ist denn los mit euch? Habt ihr keine Lust heute zu spielen oder? Soll ich das vorstellen? Bei Denner wäre dann wieder hier 10 Mann gestanden oder so. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Yes. Schön, Sandro. Komm, hol dir den Ball. Nimm doch den Ball mit. Ach Gott. Dann halt nicht. 19 Ligatore, gut gemacht, mein Freund, sehr gut gemacht. Komm Leute, wir können gewinnen noch. 4 zu 1 aufzuholen, wir haben Zeit. Wir haben viel Zeit. Wir müssen halt nur uns Chancen erarbeiten und auch die machen. Nicht leichtsinnig damit umgehen. Und jetzt halt vor allem wichtig. Keins mehr fangen.
Guter Allrounder, sehr gut. Kommt Manu zum Strich. Kacke, knapp. Dreißigste Minute. Gott, wir haben doch nicht mehr so viel Zeit. Das erklärst du mir jetzt bitte. Ach was, abseits, so ein Schmarri! Schmarri, Schmarri, Schmarri. Ich will es gar nicht erst sehen. Offensiv, sehr offensiv. Hopp. Tore, wir brauchen Tore, Tore. Alter, warum kommt der raus? Komm, die Säge, du bist schneller, super gemacht. Ich wusste doch, dich kann ich auf Hundela setzen. No. Sehr gut, Manu. Ob die werden, die spielen auf Zeit und wir brauchen Tore. Wir brauchen so viele Tore noch. Jetzt halt, komm! Flashy! Verdammt! Mann, wie kann sowas sein? Vollen Einsatz. Wenn es mal eine gelbe gibt oder so, ist das auch egal. Giesecke, das war jetzt halt wiederum nicht so gut. Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich bin ganz normal reingegangen. Ich hab doch nur Ball. Ach, Herrgott. Wohin? Ich sag rechts, okay? Huh. Sandro? Vom Ball weg. Es ist Halbzeit, verdammt. Ich wüsste jetzt aber nicht, was ich ändern soll. Ich tue statt Rico. Oh, ach, ich vergesse sie. Wir schauen es uns danach an. Statt Rico bringen wir Daxter und für Nielsel Carbon, einfach weil mehr Offensive ist. Dann machen wir noch einen Wechsel. Giesecke mit Witten tauschen. Weil Giesecke auf rechts dann ordentlich Druck machen kann.
So, jetzt muss ich mal gucken. Hoher Druck und Teampressing. Strich. Ah, Mist, den hat er auch noch. So, komm, Allrounder, gute Ecke. Auf Manu, Manu. Latte schon zum zweiten. Carbon. Yes! Bam! Joker-Tor, mein Freund. Sehr geil. Gutes Ding. Aber Manu, du hast heute schon echt Pech. Schon das zweite Mal Latte. Komisch, dass jetzt da keine Wiederholung kam. Ich habe nichts gedrückt, versprochen. Das war auch schon wieder so eine Aktion jetzt. Alter, die bringen immer den Fuß dazwischen. Ich meine, das hätten wir jetzt dann auch mal als Foul pfeifen können. Das war auch nichts anderes als im Strafraum vorhin. Yes! Nein, abseits! Ach verdammt, wie kann sowas sein? Oh, ach komm, so knapp. Wenn's fair das Spiel wäre, würden wir jetzt halt spätestens 4-4 stehen. Yes. Hopp, schnell. Boah, hat 20 Tore in der Saison schon, schön. Die wechseln, und zwar Banetta geht, und dafür kommt Clemens. Nein, schon wieder Abseits und schon wieder Pfosten. Sandro, du musst jetzt aufpassen. Eigentlich sollte der Pass auch nicht dahin kommen, wenn ich ehrlich bin. Sehr gut dazwischen gegangen. Jetzt halt hoffentlich klappt's. Nein, verdammt die Scheiße! Leute! Minute, wir brauchen noch zwei Tore mindestens. Scheiße, warum kannst du den nicht haben, Allrounder? Kacke. Hopp, Manu, zieh doch! Von wegen faul, was solltest du, Hur? Entschuldigung.
Wie schlecht du doch bist. Wir rennen jetzt natürlich voll in die Konter. Und dann sowas. Leute. Gut, geklärt erstmal, aber ja. Paxter 12. Saisontore, ja. Schön, die Infos, danke. Verdammt, was ist denn jetzt los? Seid ihr platt oder? Das war jetzt auch mal Glück, mein Freund. Okay, die wechseln, ist uns eher egal. Dauert alles zu lang. Ach komm, hör mir auf. Ja, kaputt. Das packt man dann mal. Wir kriegen zu wenig Chancen. Wir kommen da vorne nicht mehr durch. Warum geht da keiner hin? Ihr seid so ein unnötiger Verein manchmal da hinten. Wisst ihr, da hebt er die Hände, statt dass er irgendwie hingeht. Mann, ey. Wir waren so gut unterwegs. Ich habe nicht mal Abseitsfalle oder so hier Spirenzli eingestellt, weißt? Aber nee, Hauptsache die Hände gehoben. Weil das Tor, das ging einfach nur auf Abwehrkappe. Der war aus, ne, oder? Nö, nee, ne. Auch wieder doof. Wenigstens einer hängt sich da hinten noch rein. Also ich weiß ja, was mit Flashy los ist. Die letzten Spiele alle so extrem schlecht. Ja, und das war jetzt halt nix, oder? Wieder voll umkaut im Laufen. Die Schiris, die werden halt echt von Jahr zu Jahr erbärmlicher. Leute, 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 ich sag's euch. 5 zu 2 können wir nicht gegen Schalke verlieren. Also bitte. Ja, also wir haben sie verdient zu gewinnen. Also wir vergeben so viele Chancen.
Warum immer diese kackkomplizierten Pässe? Spiel doch einfach zum Mann. 5 zu 1 Abseitssituationen. Hallo, schau, das war nix, oder? Dann ist das jetzt auch nix. Gott sei Dank sind die schlecht, eigentlich irgendwie. Leute. Nee, das ist echt nicht mehr lustig. Ich weiß nicht. Also die Schiris vor allem, das nervt mich wieder richtig hart. Und genauso solche Situationen, ich weiß nicht, die kriegen immer einen Ball. Tor. Oh, nicht mal. Ich will es gar nicht erst sehen. Das hat das Handgehebe und nicht mitgelaufen. Es ist aus, juhu. 5 zu 2 verloren. Erbärmlich, wirklich erbärmlich ist es. Kann ich. Loben brauche ich uns gewiss nicht. Eigentlich möchte ich uns kritisieren. So. Spiel war Nummer 18 da. Gut, Ajax gewinnt 2-1 gegen Rom, Inter und Arsenal 1-1. Dortmund gewinnt 3-0 gegen Liverpool, Chelsea gewinnt 1-0 gegen Monaco, Bayern gewinnt 3-0 gegen Warschau, ja wir 5-2 verloren. Dann gewinnt Barca 1-0 gegen Juve, Lazio gewinnt 3-1 gegen Atletico. Ja, Manchester City gewinnt nicht, sondern spielt 1-1 gegen Benfica. Milan gewinnt 3-1 gegen Leverkusen. Paris gewinnt 2-1 gegen Tottenham. Und jetzt habe ich was weggedrückt. Ja, und auf jeden Fall Real gewinnt 2-0 gegen Manchester United. Das sieht dann folgendermaßen in der Tabelle aus. Die rücken immer näher und näher. 8 Punkte noch. Ja, ist schon irgendwie echt scheiße. Bayern Dritter, oha. Dortmund Achter. Schalke ist jetzt auf Platz. Schön, 19. Ja gut, Leute, im nächsten Part werden wir dann wieder gewinnen. Das verspreche ich euch. Macht es gut, bis dann und tschüss.